Auch wenn mittlerweile wieder ein Stück Normalität in unseren Alltag eingekehrt ist, hat die Pandemie Spuren hinterlassen. Viele Menschen leiden unter Zukunftssorgen und Zukunftsängsten und mit diesem Thema möchten wir heute unsere Sendung beginnen. Life-Coach und Atemexpertin Renate Eschenlohr ist mein heutiger Studiogast zu dem Thema Zukunftsängste. Hallo und herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Frau Eschenlohr, gerade die junge Generation, die betrifft diese Zukunftsangst besonders. Corona, die Angst um den Arbeitsplatz in diesen schwierigen Zeiten, die Gesundheit der eigenen Familie. Wie machen sich denn diese Zukunftssorgen denn jetzt tatsächlich bemerkbar? Körperlich, aber eben auch psychisch. Ja, also es ist so, erstmal möchte ich ganz kurz diese Begrifflichkeit zwischen sich Sorgen machen und sich über etwas Gedanken machen, ein bisschen, sage ich mal, auseinanderklauben. Denn grundsätzlich ist ja Denken ein Grundbedürfnis von uns. Ja, also es ist auch ganz wichtig und gut zu denken. Und sich über etwas Gedanken zu machen, bedeutet ja im Leben, dass eine Situation auf einen zukommt oder eine bestehende Situation ist, die ich versuche mit meinen Gedanken zu sichern oder Wege zu suchen, um mit einer Situation umgehen zu können. Das ist die eine Situation, wenn ich sage, ich mache mir über etwas Gedanken. Da gibt es sehr viele positive Seiten, eben es gibt einen Sicherheit und es gibt einen auch Zukunftsperspektive. So, und in weiterer Folge kommt dann das Thema der Sorge, sich Sorgen machen oder sich zu sorgen immer über die Zukunft oder über etwas Vergangenes. Und das ist etwas, was schon man aus dieser eigenen Sensorik heraus bemerkt, wenn es dann belastend wird, also in Form von, dass ich Schlafstörungen vielleicht schon bekomme, also nicht mehr einschlafen kann, dass sich das so in der Art aus Druck auf der Brust äußert oder durch dauernde innere Nervosität oder auch Herzrasen, also wenn es dann schon auf körperliche Symptome geht, dann ist dieses sich Sorgen machen um oder über etwas eine, sage ich mal, eine Richtung, wo wirklich Alarmsignale läuten. Die eigenen Gedanken sind also sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Es heißt ja immer, positive Gedanken führen zu positiven Gefühlen. Stimmt es so in diesem Zusammenhang? Ja, es ist salopp ja gesagt, ja, aber grundsätzlich muss man mal eines bedenken, unser Hirn will, dass wir leben. Das heißt, unser Hirn gleicht ja ständig Reize, also Informationen, die von außen kommen können. Das kann sein von Reize über Sinne, also Geschmack, etwas, was ich rieche, höre, aber auch gesprochene Worte, gesprochene Sätze, die man vielleicht in der Vergangenheit oft gehört hat. Gleicht das ab, ja, und schaut, ob diese Information wichtig ist, dass es weiterleitet oder nicht. Jetzt ist es so, wenn ich in der Vergangenheit zum Beispiel, und das ist auch wichtig zu wissen, dass unsere Vergangenheit unser jetziges Denken beeinflusst. Das ist etwas, was viele nicht wissen oder sich auch gar nicht damit auseinandersetzen, ist auch oft nicht nötig. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass Vergangenes, Geschehnisse uns prägen, das heißt auch unser Gehirn prägen. Das bedeutet, wenn ich in der Vergangenheit einen Satz sehr oft immer wieder gehört habe und dann auch natürlich selbst mir gedacht habe, irgendwann glaube ich diesen Satz. Und meine Ausrichtung, meine innere Haltung richtet sich dann in diese Richtung, dass eben das die Realität von mir wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel wenig Glaube an mich selbst innerlich habe, weil ich denke, ich kann etwas nicht, ich schaffe es nicht, ja, dann beeinflusst das mein jetziges Denken über eine Situation, die auf mich zukommt. Dann fehlt mir natürlich auch der nötige Glaube darin, dass ich die Schritte setzen kann, um Situationen eben zu meistern. Und das ist das Wichtige, dass man weiß, dass die Vergangenheit das jetzige Denken beeinflusst. So, wenn ich aber jetzt nur einfach positiv einen Gedanken drüber lege, dann ist das ein bisschen zu wenig. Das heißt, wir lernen ja durch Wiederholung. Also wenn ich positiv denke, dann ist es ganz wichtig, dass ich das
auch oft wiederhole und auch fühle, also auch den Körper mit einbeziehe in dieses Spüren, ich denke und ich spüre, dass ich in meinem Gehirn eben neue Wiederholungen legen kann und somit auch wirklich meine Ausrichtung in eine positive Zukunft geben kann. Das heißt, ich kann diese Zukunftsängste auch wegtrainieren durch positive Gedanken, die ich immer wieder wiederhole. Ja und nein. Aber ja, das Gute ist, man weiß, alles, was wir gelernt haben im Leben, können wir verlernen. Das heißt, wenn ich mir angeeignet habe, zu viel Sorge zu denken, dann auch das ist ein Denkmuster. In Sorgen zu denken ist ein Denkmuster. Das heißt, die positive Nachricht ist, ich kann das verlernen. Genauso ist es. Und alles, was ich noch nicht gelernt habe in meinem Leben oder verlernt habe, das kann ich mir eben durch Wiederholungen wieder aneignen. Und das ist das Fantastische, weil uns das bemächtigt auch und befähigt, ein Stück in unserem Leben mitzugestalten und raus oft aus diesem ohnmächtigen Gefühl heraus, das ja häufig auch vom Sorgedenken begleitet ist, dass man einer Situation erlegen ist und gar nichts machen kann. Warum ist es denn so wichtig, diese Angst in den Griff zu bekommen? Oder was kann denn passieren, wenn man es nicht schafft, langfristig diese Zukunftsangst zu bewältigen? Da muss ich jetzt die Frage gleich ein bisschen entkräften, wenn ich darf. Denn in den Griff zu bekommen und was in weiterer Folge passiert, wenn ich es nicht schaffe, ist genau eigentlich ein Nährboden für Ängste und für Druck und Stress vor allem wieder. Denn wenn ich schon mit Gedankenkarussellen kämpfe oder Gedankenlawinen und ich gewisse Themen in meinem Leben einfach nicht loslassen kann, dann habe ich schon oder leide ich ja auch schon sehr unter einem Stresslevel und einem inneren Druck und Stresslevel, weil im Grunde kognitiv wissen wir ja, wir sollten das nicht tun. Ja? Und wenn man jetzt immer hört und liest, man soll, man muss und in den Griff bekommen und um Gottes Willen, was droht mir denn da, dann bin ich ja schon wieder in diesem Zukunftssorgedenken. So insofern ist es aus meiner Sicht in erster Linie gar nicht wichtig, irgendetwas in den Griff zu bekommen, sondern aus meiner Erfahrung auch, wenn ich mit Menschen arbeite, ist es immer wieder dieser erste Schritt des Annehmens. Also wenn mir etwas Sorge bereitet, dass ich das annehme, dass ich Sorgen habe, wenn ich mir zu viele Gedanken mache, dass ich im ersten Schritt mir erlaube und das annehme, okay, ich mache mir zu viele Gedanken. Das ist der allerwichtigste und aus meiner Sicht eben der erste Schritt. Etwas in den Griff zu bekommen und welche Folgen daraus entstehen, nährt nur noch mehr Ängste und noch mehr Gedanken. Um Gottes Willen, was passiert, wenn ich das jetzt wieder nicht schaffe? Dann werde ich krank, vielleicht psychisch oder physisch, und das hat in dieser Ebene, ist es nicht positiv in dem Sinn. Das heißt, einen Schritt einmal zurück machen und atmen. Sie genau. Sind ja auch Atemexpertin. Ja. Was kann ich denn machen, wenn ich merke, okay, es ist mir gerade alles viel zu viel, ich bin schon kurz vorm Hyperventilieren. Ja. Was mache ich dann? Ja, also was sich sehr bewährt hat, ist wirklich so dieses bewusste seinen Körper wahrnehmen. Da, wo man gerade ist. Also man kann aus Hilfe auch wirklich die Hände dazu nehmen und bewusst den Körper berühren. So wirklich wahrzunehmen, dass ich da bin, wo ich gerade bin. Und als zweiter Schritt eben die Aufmerksamkeit auf den Atem zu bringen. Also mal kurz zurücklehnen, man kann die Augen auch dabei schließen und den Einatmen beobachten, wie er einströmt, und den Ausatmen beobachten, wie er wieder aus dem Körper ausströmt. Und ein guter Tipp dazu ist auch den Gedanken, ich bin, dass man sich während des Atems denkt, ich bin. Das ist so ein akut Tipp, dass wenn einem die Gedankenflut wieder mal so überrollt, fast wie ein Tsunami, dass man in den Moment wieder kommt. Denn man denkt ja immer nur in zwei Richtungen. Also wenn man denkt, ist man entweder nur in der Vergangenheit oder man denkt über zukünftige Ereignisse nach, die noch gar nicht eingetroffen sind. Und daher ist dieses Jetzt- oder Gegenwartsbewusstsein, dieses Ich Bin,
jetzt mal der erste wichtige und akute Tipp, um da wieder rauszukommen. Super. Vielen Dank für die Tipps und das interessante Gespräch. Ich sage auch vielen Dank.